Du kennst ja sicher den Ausspruch, Dinge, die die Welt nicht braucht. Möglicherweise ist auch dieser Survival Spear von United Cutlery, der M48 Survival Spear, genau sowas, also so eine Kategorie von Dingen, die die Welt nicht braucht. Wenn du wissen willst, ob das was kann, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Rainer Rossmann vom Survival Shop Problemskunst. Schön, dass du dabei bist. Ich sag gleich eines dazu, es ist ein Spielzeug. Das Ding, ja, ist zweiseitig angeschliffen. Es gibt hier diese Scheide dazu. Die setzt man hier auf. Dann ist hier ein kleiner Verschluss, den klippt man zu und dann hängt das auch da auf und dann kann man sich zumindest einmal nicht verletzen. Dann den Clip hier wieder aufmachen und dann kann man die Scheide abziehen. Ja, gut, das ist irgendwie so ein Gummi, Kunststoff, irgendwas, soll so sein. Zweiseitig angeschliffen, nicht allzu scharf, ja. Extreme Spitze, extrem fett auch, ja. Dann hier so Ausnehmungen, Design und vielleicht Gewicht oder sonst irgendetwas, dass das Ding natürlich nur an Menschen mit über 18 Jahren ausgegeben wird, das ist auch klar. Den Sinn muss man sich sowieso überlegen, aber dazu kommen wir noch. Der Griff, glasfaserverstärkter Kunststoff, hier hinten mit einer Abschlusskappe, schau mal her. Das Ding ist nicht allzu lang, das geht mir bis zur Wampe, also in der Mitte von meiner Wampe. Ich weiß nicht, ich bin 1,83 groß, also schau, es gibt es auch bei mir im Shop für all jene, weil es gibt viele, die sich das wünschen. Daher haben wir es im Shop aufgenommen. Hundertprozentig überzeugt vom Einsatzgebiet bin ich nicht, aber ja, soll so sein. Wir werden dann auch einen Härtetest machen. Dann, da kann man es greifen. Das ist dann hier, sind hier Parierelemente, um hier zum Beispiel, weil manche schreiben, ein Wildschwein abfangen. Mit dem hier. Nein, also das bohrt sich sicherlich durch bis zu dir. Außerdem ist das auch viel zu kurz, also halte nichts davon. Schau mal her, das ist die Reichweite von dem Ding. Werfen, du hast es eh gesehen. Also das fliegt, wie soll ich sagen, nicht wirklich optimal. Also ist damit vielleicht machbar, aber so richtig cool ist es auch nicht. Ich sehe das eher, ja, als, ich finde es lustig, ja, sozusagen, dass ich so etwas habe, weil ich sowas haben will, weil das martialisch ausschaut, aber jetzt zum Beispiel für einen jagdlichen Einsatz, also überhaupt nicht, also absoluter Blödsinn. Vielleicht noch, dass man das für die Leute, die auf Home Defense stehen, dass man sagt, okay, ich habe sowas für die Home Defense, für den Innenbereich, weil ich hier mit einer Lanze arbeiten kann, so wie man das halt im Mittelalter gemacht hat. Möglicherweise, aber ja, was mich viel mehr interessiert, ist unabhängig vom Einsatzgebiet, das muss jeder selbst wissen, interessiert mich, und da wird es jetzt interessant, ob das Ding auch stabil ist und ob das bricht. Das wollen wir uns anschauen. Und dazu werden wir einen Wurftest auf diesen Holzklotz hier machen, den ich ja immer wieder verwende für meine Messertests. Schauen wir mal. Ich werde sicher mal daneben schießen und da bin ich gespannt, ob das bricht. Also du siehst, die Flugbahn ist auch, naja eh, ne? Naja eh. Also das Ding ist so stabil genug, um es nicht gleich abzukippen. Ja, ja. Also fürs klassische Werfen, von der Schwingung, dass irgendwas brechen würde oder locker werden würde, kann ich nichts sehen. Aha. Das erste Mal abgerutscht, ich meine, schau mal, diese Klinge ist bis hierher eingebaut, da sind dann so Torx von beiden Seiten angebaut. Also von daher schaut es einmal halbwegs stabil aus. Jetzt will ich noch einen Test machen. Muss ich noch schnell wegräumen, ich habe nämlich am Messerkanal, weiß nicht, ob du den kennst, das Wolfgangsmesser heute vorgestellt und auch für meine Survival-Coach-Ausbildung ein paar Videos gemacht mit Feathersticks und Feuermachen, also für die Survival-Trainer-Ausbildung, das muss ich mal wegräumen. Aber jetzt schauen wir uns einmal das hier an. So, jetzt schauen wir mal.
Hat sich mal fürs Erste nichts bewegt? Ist auch nicht irgendwie, ich meine, ich habe SOG zum Beispiel, ist zwar eine andere Firma, aber gebe ich in dieselbe Ecke so ungefähr. Das war jetzt gemein, aber ja. Das ist einmal abgebrochen. Da habe ich die Eisenfichte bearbeitet. Daher bin ich immer ein bisschen skeptisch, wenn ich das sowas sehe. Aber da ist jetzt mal fürs Erste alles okay. Stabil genug. Stabil genug. Jetzt will ich noch einen Test machen. Und zwar dazu rammen wir das da rein. Und ich biege es mal. Ha, lustig. Ich zeige das vielleicht von der anderen Seite. Okay, das war jetzt nicht tief genug. Also das biegt sich da schon ganz schön durch. Aber geht mit. Ist jetzt, wie gesagt, nicht so, nicht irgendein... Ja, es ist... Ja, ja. Ich bin jetzt mal fürs Erste, was die Stabilität betrifft, ja, nicht unzufrieden. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Sinnvoll oder nicht sinnvoll, das musst du selber entscheiden. Für mich ist es nicht sinnvoll. Ich habe kein Einsatzgebiet dafür. Jetzt würde mich interessieren, schreib mir vielleicht einen Kommentar, wofür es einen Einsatzgebiet geben würde. Ich habe es im Sortiment aus dem Grund, weil es immer wieder Leute gibt, die das anfragen. Und wir haben es, es ist jetzt sicherlich nicht der Renner, aber es wird immer wieder mal gekauft. Und jetzt habe ich mal gedacht, ich will mal wissen, was, ob das überhaupt was ist und ob ich das überhaupt empfehlen kann. Ich meine, empfehlen, ja. Ob das überhaupt stabil genug ist, dass man da... Oder ob das einfach nur irgendein Billigsdorfer Schaß ist. Und so ein bisschen arbeiten ist auf jeden Fall möglich. Ich bin jetzt nicht an die Grenzen gegangen. Ich werde halt auch nicht warm mit dem Ding, muss ich auch dazu sagen. Jetzt bist du dran. Bitte, 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 wirklich, bitte. Schreib mal einen Kommentar, wofür dieses Ding wirklich vernünftig, außer so haben wollen, so auf Mittelalterwaffe, auf neu umgebaut und an die Wand hängen und sagen, oh, ist schön oder so irgendwas. Aber was ist wirklich so ein Einsatzgebiet? Für die Jagd kann es nicht sein. Für die Selbstverteidigung, für die Home Defense gibt es sicherlich auch andere Sachen, die besser geeignet sind. Ein Wildschwein kann ich damit auch nicht abfangen. Also das halte ich für einen absoluten Blödsinn. Ja. Schreibt mal das, das würde mich irrsinnig interessieren. Das war's jetzt. Daumen nach oben oder auch gern nach unten, wie du magst, ja, wenn du das Video nicht leiden kannst, weil ich da eine böse Waffe herzeige, unter Anführungszeichen, wobei es ist keine richtige Waffe, sondern es ist ein Survival-Speer, wo die Idee ist, dass man das für die Jagd verwendet. Also wie gesagt, ich halte das für einen absoluten Blödsinn, aber soll so sein, kannst du auch einen Daumen nach unten geben, Abo dalassen, da geht es direkt in den Shop zu diesem Survival-Speer. Andere Videos zum Anschauen. Ich weiß, dass das sicherlich nicht eines meiner besten Videos war, aber das liegt nicht an mir, tut mir leid, sondern an dem Ding. Aber so ist es halt. Dein René Rossmann, bis bald und ciao, ciao.